Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Käfig-Update. Und ja, ich habe die Voliere gestern neu eingerichtet. Deshalb wundert euch nicht, falls nicht mehr alles ganz sauber ist. Wir beginnen wie immer auf der linken Seite. Also ich habe natürlich trotzdem alles gereinigt, aber wie gesagt waren die Wellensittiche jetzt schon einen Tag drin, also haben schon alles benutzt. Hier links war einmal so ein Lianenast und hier ist wie immer diese Etage, also was heißt wie immer, aber sie ist halt immer noch dort. Dann ist da eine Weidenbrücke und die führt zur anderen Etage und daneben seht ihr auch zwei Spielzeuge. Hier unten ist dann ein Birkenast mit einem Stück Kork und hier unten ist noch eine frei schwingende Sitzstange. Hier seht ihr dann nochmal dieses Spielzeug. Hier oben ist dann ein Baumwollseil, das habe ich quasi wie so als Schutz relativ weit oben befestigt. Daneben hängt diese Ampel und eine Schaukel. Die Ampel ist zwar leer gefressen, aber sie knabbern halt noch gerne dran. Dann hier vorne hängt auch noch eine Schaukel und hier ist dann so ein langer Ast und der führt zur anderen Seite und hier ist noch so ein großer Birkenast. Am Boden ist wie immer Buchenholzgranulat. Ach so, und wundert euch nicht, ich nehme gerade den Ton auf und Miezemau sitzt neben mir. Also falls ihr manchmal ein Schnurren hört, das ist Miezemau. Dann machen wir bei der rechten Seite weiter. Hier ist auch wieder so ein freischwingender Lianenast, auf dem sitzt der Trico gerade. Und den habe ich am Türchen angebracht, also wenn man den Käfig aufmacht bzw. die Voliere, dann führt der Ast auch nach draußen. Ja, also hier ist der Ast. Dann hier links ist auch so ein großer Haselnussast. Und wie man sieht, schwingt der auch frei. Der geht auch noch nach hier unten. Also der gabelt sich so. Den habe ich mit einem Seil befestigt. Hier links ist dann diese Kokosnuss. Die befülle ich immer mal wieder. Hier seht ihr dann auch noch so ein Kokosnussspielzeug mit so bunten Seilen und da ist noch ein freischwingender Haselnussast. Also ja, da sitzt ja auch Rosalie gerade. Hier ist dann wieder diese große Sitzscheibe, Sitzbrett und ein Mineralstein und darunter ist wieder das Seil, also das habe ich nicht verändert. Hier ist eins von ihren Lieblingsspielzeugen. Und dahinter befindet sich der Hauptast, also der ist ja immer da. Hier ist dieses Buchenholzding aus der Nagerabteilung und auch eines ihrer Lieblingsspielzeuge. Und das Ding aus der Nagerabteilung ist mit Heu befüllt. Hier drunter ist dann auch wieder eine Weidenbrücke und ein Haselnussast. Und hier ist so eine Kalksitzstange. Und hier unten ist noch so eine große freischwingende Sitzstange. So, ja, das ist dann jetzt die rechte Hälfte. Und jetzt zeige ich es euch nochmal von ein bisschen weiter weg. Ja, also hier könnt ihr es auch nochmal so von der Seite sehen. Also ich bin so mittelzufrieden. Ja, es geht. Also ich denke mal, beim nächsten Mal werde ich es ändern. Also ich werde es sowieso ändern, aber halt ich denke, dieses Mal werde ich es früher ändern, weil ich nicht ganz so zufrieden bin, aber es ist okay. Auf jeden Fall war es das jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!